Hi guys, this is Simeon from Swedish Homestead. Behind me, my father and my brother have been working for a few weekends now, and let's check out what they're building. It's very interesting and kind of cool. Okay, what are you building here? Wir bauen einen Holztrockner. Das ist oft ein Flaschenhals in einer kleinen Holzproduktion, in einem kleinen Sägewerk, dass man kein trockenes Holz zur Verfügung hat. Und wenn man das sägt, muss man das nochmal ein Jahr liegen lassen und kann es erst dann anwenden. Aber oft kommen die Projekte schneller. Man braucht trockenes Holz. Und man kann also sägen. Nach einer Woche kann man das Holz. Eine Woche im Trockner kann man das Holz anwenden. Und dann braucht man oft Holz für Fußböden, was trockener sein muss, als man das an der Luft draußen bekommt. Und so muss man einen Holztrockner haben. Und dafür bauen wir den jetzt, dass man unser Holz, was wir hier sägen, verarbeiten, dass wir das noch vielseitiger anwenden können. Das ist ein Holztrockner, der mit Umluft arbeitet. Unter dem, hier auf der, wird das zu trockende Holz aufgelegt. Und unten drunter ist ein 50 cm hoher Kanal, wo warme Luft durchgeblasen wird und so durch den ganzen Haufen mit Holz die Luft umgewälzt wird. Wird alles isoliert mit Styropor, 10 cm. Und dann, wenn das Holzpaket einmal aufgewärmt ist, dann arbeitet das mit der eigenen Luft, wird also nicht immer wieder ständig kalte Luft angesaugt, aufgewärmt und hinten wieder rausgeblasen, sondern ist sehr umweltfreundlich, und wenn das einmal aufgewärmt ist, dann trocknet das so. Neu gesägtes Holz, eine Woche hat man das lufttrocken, also 15% Restfeuchte. Hier oben kommt ein Dach drüber und dann der Raum, den kann man dann vollladen mit Holz, der ist 7,20 Meter lang. 1,20 tief und ungefähr 80 cm hoch. Hier vorne kann man die Türen rausnehmen, so dass man in voller Länge den beladen kann. Man kann also 2-3 Meter 50 Stücke laden oder man kann auch länger laden, so lang wie man Sägewerk sägt, 6,30 Meter. So kann man das voll ausnutzen. So, nochmal eine Woche, sagt man, von frisch gesägt bis zu lufttrocken. Und dann von Lufttrocken, das heißt von 15% runter auf 7-8%, dauert dann 2 Wochen. Beim Lufttrocknen geht das ganze Wasser aus den Zellen raus. Und wenn man das mehr trocknen will, muss auch das Wasser aus den Zellwänden rausgehen. Und das dauert viel länger, weil das viel schwieriger ist. Und man muss das Wasser, das Holz vorher feucht bedampfen, dass die Poren aufgehen. Und dass dann auch aus den inneren Bereichen des Holzes das Wasser rausgehen kann. Macht man das zu heiß und zu trocken, dann schließen sich die Poren außen und innen gibt es Spannungen und Risse. Das ist also ein komplizierter Vorgang, der ist nicht so einfach, wie das aussieht. Ja, die Fenster, die waren zu tief und so hatten wir nicht genug Höhe, um Holz reinzustapeln. Dann haben wir die Fenster 30 cm höher gesetzt. Wow. Ja, das ist das Trockenaggregat. Ich habe das gebraucht gekauft. Kostet nochmal 20.000 Kronen. Das für 9.000 Gebrauch gekauft. Und man hat eine 5 kW Elektroheizung und ein Gebläse und einen Temperatursensor hier mit einem Thermostat. Und dann stellt man das entsprechend ein. Das Holz wird auf 70 Grad aufgewärmt. Und dann wird das gemessen. Man hat ein Probestück und misst das zwischen dem im Prozess. Kann das mit einem Sensor mit zwei Schrauben ins Holz schrauben und dann
zu einem Messgerät feuchte Messer führen und dann hat man ständig die Kontrolle, wie viel das getrocknet ist. Hier ist der Schalter für den Ventilator und hier ist die Heizung, die man einzeln pro Phase zuschalten kann. Und hier ist der Temperatursensor, der muss innen in die Trockenkammer eingebaut werden und dann kann man das hier die Temperatur einstellen. And this is just to let the moist air out and get some pressure. Ja, hier kann man das offen öffnen und je nach Stadium, wie weit das Holz getrocknet ist, kann man das hier öffnen oder schließen. Dann saugt er hier frische Luft aus und auch wieder raus. Hier sieht man die Heizstäbe und dahinter der rote Ventilator und der bläst dann die warme Luft hier ein und die zirkuliert dann. Diesen Aggregat kann man maximal eine Länge von 7 Metern fahren und ich glaube ein Raumvolumen von ungefähr 20 Kubikmeter max oder ne 12 Kubikmeter max. Ich hoffe, dass wir in 2 Wochen das erste Holz hier trocknen können. Aber jetzt wird es auch heller, vielleicht kann man in der Woche noch einen Abend arbeiten, dann wird es schneller. What is the first that you want to dry in here? What you want to build? Ja, ich habe einige Stämme bei der Säge liegen und wir sägen die und legen die direkt hier rein, um Tests zu machen und auszuprobieren. Bevor wir wertvollere Hölzer wie Eiche und so trocknen, möchte ich schon einige Erfahrungen sammeln mit Bauholz und so. Das ist dann einfacher zu handhaben. Okay guys, I hope you enjoyed this little update about another project that's happening here on the farm. I actually hope to be able to dry my onions and garlic in there especially, because our climate is too moist and the garlic will rot if you don't dry it the proper way. So I will keep you guys updated on this. Once it's done, when we're drying wood, and if I will be able to use this in July for the garlic. So thanks for watching, stay tuned for more videos from the Swedish Homestead channel. And thank you for watching as always. Give it a thumbs up if you liked it. Thank you. Bye-bye.